Was steht diese Woche noch an? Schauen wir uns die upcoming Earnings an. Wir haben nicht viel, allerdings ist so ein bisschen was noch los. Kroger, Accenture, Darden Restaurants, Carmex, FactSet. Wir sind also kurz vor der Q2-Berichtssaison. Ein paar fangen halt so langsam schon an oder haben auch verschobene Geschäftsjahre. Kurzer Blick auf Kroger. Die haben wir uns beim letzten Mal aus der Brille angeschaut, dass es hier wieder mal diesen langen, langen Seitwärtskanal gab. Die Zahlen waren sehr positiv, man ist deutlich, deutlich nach oben ausgebrochen. Hatte eigentlich die Hoffnung, dass die Aktie auch wieder mal zu ihren Allzeithochs zurückfindet, befindet sich seitdem aber wieder in so einem leichten Abwärtstrend und läuft Gefahr, wieder hier in diesen Konsolidierungsbereich hineinzulaufen. Ähnlich wie zumindest nach diesen Quartalszahlen, die wir hier mal im Mai 2022 gesehen haben. Die Analysten sind vorsichtig positiv. Die Ergebnisse sind eigentlich auch positiv zu erwarten. Es ist also ganz spannend. Wie gesagt, hier ein leicht verschobenes Geschäftsjahr. Wir sind hier noch in den Q1-Zahlen der Periode. Am 20. Juni kommen hier die Quartalszahlen. Blicken wir noch einen Blick auf Accenture. Wir sind ja in dem Thema Big Tech unterwegs oder Technologiekonzerne. Accenture da ja auch in Beratungstätigkeiten auch unterwegs. Hat nicht so wirklich das positive Momentum mitnehmen können, wie viele, viele andere Konzerne in diesem Bereich. Jetzt ist man in Beratung auch nicht um hundertprozentig im Software Big Tech Game aktiv. Allerdings versucht sich die Aktie hier in diesem Seitwärtskanal nach diesem Aufwärtstrend und dem Zurückgang zu stabilisieren. Auch hier die Analysten leicht positiv. Zuletzt war man immer leicht unter den erwarteten Zahlen und dementsprechend ja, ist das Momentum auch hier nicht ganz so gut aufgekommen. Zuletzt Darden-Restaurants, also hier geht es immer wieder um Restaurantketten. Die haben es ja momentan sowieso eigentlich etwas schwerer. Wir wissen es von McDonald's, wir wissen es von Burger King oder anderen großen Ketten. Wir sehen aber hier eigentlich einen sehr schönen positiven Aufwärtstrend. Wir sehen diese Zickzack-Form. Das ist so eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die sich hier gerade bildet. Leicht unter dem gleitenden Durchschnitt, aber noch in diesem positiven Trendkanal. Das könnte gegebenenfalls zu einem Ausbruch in eine Richtung auch mal führen. Die Erwartungen sind zumindest hoch, aber die Analysten sind aktuell auch sehr, sehr positiv, was das Thema betrifft. Darden Restaurants werden wir uns auch in den nächsten Wochen im Aktienroundup mal etwas genauer anschauen. Was stehen noch für Termine an? Wir haben, wie gesagt, einiges an Wirtschaftsdaten. Wir haben Zinsentscheidungen der Bank of England. Auch da könnte es gegebenenfalls zu einer kleinen Überraschung kommen. Wir haben Inflationsraten in Japan. Da habe ich ja erzählt, da wartet man wirklich auf die Zentralbankmaßnahmen. Aber der Fokus liegt hier sehr, sehr stark auf den Konjunkturdaten und natürlich auf dem langsamen Start der Q2-Berichtssaison. Am Donnerstag werden wir uns Hims und Hers nochmal anschauen. Wir haben uns das Telemedizinunternehmen das letzte Mal ungefähr vor 1,5 Jahren angeschaut und werden nochmal einen Blick auf die aktuelle Entwicklung und aktuell scheinbar ziemlich positive Entwicklung werfen. Am Donnerstag dann Investmentwerkstatt, Thema Abnehmspritzen. Wir kennen da Novo Nordisk, Eli Lilly, Viking Therapeutics zum Beispiel, auch Pfizer, die ja aktiv waren in diesem Bereich. Und wir werden die Unternehmen natürlich mal gegeneinander legen, eine Analyse des Sektors machen und unsere Aktienauswahl hier auch definieren. Und nächste Woche haben wir dann natürlich wieder Market Roundup. Ich verabschiede mich an der Stelle, ich bin schon leicht drüber. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis dahin, tschüss.